Abriegelung der Station wird aufgehoben. Sieht mir alles sehr suspekt aus. Im Abbaudeck spielen die Systeme verrückt. Toll. Ich sehe mir die Aufzüge an. Okay, Nicole. Hast du eine Idee, wo sich Temple Sender befindet? Überhaupt kein Plan. Ich prüfe den Abbaukontrollraum. Über die Abschussrohre könnte man einen Sender abschicken. Ist da jemand? Hammond? Wo bist du? Im Lüftungsschacht. Hoffentlich hören sie mich nicht. Diese Dinger sind überall. Na, die Ornithologen. Sie sind auf der Besatzungsdeck. Die schon irre. Einer hat ihrem Freund ein Messer in den Kopf gerammt und er hat nur gelächelt. Halt, sie gehen irgendwo hin. Hammond! Scheiße. Sein Signal ist weg. Wir müssen den Sender finden, Isaac. Und zwar schnell. Und zwar schnell, sagt sie. Oh, ja, alles klar, wir gehen nach rechts. Ja, alles klar, da können wir nicht lang. Kommt denn da jetzt? Ich habe nicht um Besuch gebeten. Hä? Hey. Okay, das war ein bisschen komisch, wie der gestorben ist. Aber I take it. Nächster Knoten. Große Tür öffnet sich. Was wartet denn jetzt auf uns? Da vorne müssen wir auf jeden Fall durch. Ladies and Gentlemen, this is your Captain speaking. Wir erreichen unsere gewünschte Flugroute in ungefähr 3,5 Millionen Jahre. Startedauer, Startezone. Was brauche ich hiervon überhaupt? Nichts, ne? Komm bis jetzt mit allem gut zurecht. Schaden 100. Laserkanone, Flammenwerfer. Macht schon maximal Schaden. Dauer 5 Sekunden. Brennen die dann 5 Sekunden oder wie? Ripper, der kann auch mal ein bisschen mehr Schaden machen. Umlenkkante. Er hält meinen zusätzlichen Querschlag. Mehr Schaden. Das ist fast genauso viel Schaden wie die Gewumme, die wir dabei haben. Und selbst da haben wir so unfassbar wenig Munition dabei, dass wir die auch nicht einsetzen können. Level 3 Ratte. Okay, warum werden wir so gut ausgerüstet? Es ist hier die Frage. Brauchen wir auf jeden Fall noch einmal Heilung. Das gefällt mir alles nicht. Merkwürdig. Zwei der Abbauunterdecks sind gesperrt, obwohl alle Systeme laufen. Ich sehe mir das mal an. Ich glaube, wir haben es hier mit diesen komischen Kultisten oder so zu tun. Deck-C-Abbau. Das ist ein Aufzug. Aha. Kann ich da so meinen Hinterkopf ein bisschen rasieren lassen? Wenn wir hier so runterfahren. Störung in der Energiezuführung. Oh, von wo kommt ihr? Und wo kommt ihr, Miesen? Was soll ich jetzt deren Meinung nach tun? Hi. Hinter mir. Nee. Freunde, warum wollt ihr meinen Trip vermiesen? Au. Lasst mich in Ruhe. Und dann noch mehr. Noch irgendwie, den ihr zur Party eingeladen habt. Nein.
Cool. Reicht dann auch wieder. Danke. Jetzt gehen auch die Lichter wieder. Nicht so, so einfach kann das doch manchmal sein. Ja, wäre es, wenn die Kultisten eigentlich mal eingegriffen hätten. Diese Unitologen. Wie sie sich erschimpfen. Beware. Warte. What? Traps ahead. Humans stay out. Ich hab da wieder was gehört. Ich habe Angst, das einzusetzen, wie jedes Mal. Ah, die fallen, meinen die. Hm, nur die sind ausgelöst worden. Na los, komm. Hey, danke. Mensch. Wird mir ja ganz schön unter die Arme gegriffen. Also, das muss ich auch mal... Muss man mal anerkennen, ne? Ob man jetzt anerkennt oder auch nicht. Einfach mal anerkennen. Wie? So? Nö. Aber ein wenig aktiviert, ne? Ah. Ja, so wie in Harry Potter das Duell. Voldemort gegen Harry. Du bist tot, ne? Du bist tot. Ansonsten würdest du aufgespießt werden. Hm. Hier geht's jetzt hoch. Es geht hoch. Okay. Und hier unten ist verschlossen. Alles klar. Hat man gar keinen Grund, hier nach unten zu gehen. Und nicht nach oben. Was war das denn? Da hat ein Typ gerade geteepost. Und hier ist eine unsichtbare Wand. Hallo? Hallo, lassen. Was ist eigentlich mit Dave passiert? Das ist jetzt die Frage. Muss ich das Teil kaputt machen? Aber wir hatten ja mal einen, den wir die ganze Zeit mitgenommen haben. Ein Leichensack. Und da gerade einer von hinten? Nö. Lass den mal in Ruhe. Also wirklich. Sowas von unzivilisiert. Ins Leere heißt die, ist der Kapitelabschnitt. Ich befürchte, dass wir die Dings mitnehmen müssen. Dem können wir noch nicht fahren. Nö. Nehmen wir mal die Batterie mit. Wenn man die jetzt irgendwo runterschmeißen würde, würde man sich dann selber softlocken? Jetzt ehrlicherweise nicht wirklich ausprobieren wollen. Textlog. Nee, zu lang. Zu lang, zu lang. Lingen hat recht, ich brauche Ruhe und Frieden. Schmelzofen und Treibstoff. Hört sich doch gut an. Ach, keine Knoten mehr. Leider haben wir schon die Maximalgeschwindigkeit erreicht. Und hinten ist ein Shop. Was will ich denn? Hallo. Tu das mal bitte nicht. Habe gerade hier mit den Leuten geredet. Und immer respektiere meine Autorität, ne? Komm mal mit. Und wo müssen wir?
ne? Ach, da müssen wir den Scheiß einsetzen. Jetzt verstehe ich. Dann können wir auch den Aufzug verwenden. Nach oben. Jetzt haben wir zwei, jetzt haben wir drei Striche, dann haben wir wieder zwei, jetzt haben wir dann doch wieder drei Striche im Helm. Stehen die ganzen Zylinder noch nicht. Achso, warte mal, wir haben noch den Flammenwerfer, ne? Ah. Nachladen. Und gleich dann mal Feuer frei. Ich hoffe mal, der Leviathan kommt nicht irgendwie wieder zurück oder so. Das Aegis 7. Status Asteroidenstrahl. Und mal bauen die da gerade einen Asteroiden und wollen ihn abfeuern? Oder bauen die. Ne, die bauen ihn ab. Ah. Ich wollte gerade sagen, what the fuck? Schießen dann einfach so einen riesigen Asteroiden auf die Oberfläche von Aegis 7, um einfach mal den ganzen Planeten auszulöschen, oder wie? Abschussrohr SOS. Und warum ist so ein Stase-Ding hier drin? Kann mir das hier einer erklären? Hm? SOS. Bitte wenden. Ich komme langsam mit den Systemen auf dem Abbaudeck voran. Hast du den SOS-Sender? Nein, und die Abschussrohre sind versiegelt. Mit deinem Deckadministratoren-Rig gehen sie auf. Der Deckadmin ist Supervisor Dallas. Er ist auf dem Verarbeitungsunterdeck. Ich sehe auch eine Rig-Aktivität für Jacob Temple auf dem Wartungsunterdeck. Vielleicht hat er den SOS-Sender dort gelassen. Hoffentlich kommst du trotz der ganzen Störungen dorthin. Keine Störung. Fall. So haben die Arbeiter sich geschützt. Scheiße. Okay. Ich entriegle die Unterdecks, aber achte darauf, dass der Sender nicht verkabelt ist. Mit dir. Level 3, Level 3. Naja, müssen wir halt den Rig wiederfinden. Ist doch alles geriggt hier. Was ist da jetzt gerade passiert? Komm hin, nach unten. Das ist belastend. War da noch ein Aufzug drinne? Ja, das versuche ich ja. Aber irgendwie, was ist denn gerade? Jetzt ist es getriggert. Nee, dann, lass mir mal kurz Zeit, du. Ich brauche mal kurz ein bisschen. Abschussrohre versiegelt. Bitte wenden Sie sich für die Autorisierung an Supervisor Dallas. Nein, mach auf. Ja, okay, dann rennt. Kurz. Tür zu, wenn ich bin darf. So, versauen jetzt da drin. Bis sie nur noch im Brandschatten ihrer selbst sind. Wisst ihr? So schnell kann man eine politische Diskussion führen. Oder eine politische Lösung. Call this a diplomatic solution. Ja, das tue ich. Wer wartet jetzt auf uns? Müssen wir da zum Aufzug? Gefällt mir nicht. Mit Alice hier auf der Ishimura gefällt mir ganz gar nicht.